Frohe Weihnachten, liebe Leutchen. Heute ist Montag, der 21. Dezember und es ist nicht mehr allzu weit. Deswegen öffnen wir heute auch das 21. Türchen und springen rein in das Jahr 2011. Den Anfang macht heute ein Strategiespiel und nicht nur irgendeins, sondern Civilization 5 von Sid Meier's. Richtig geiles Game. Also mittlerweile eines der besten Strategiespiele in diesem Genre, muss man ganz klar sagen. Durch die jeweiligen Add-ons, die mittlerweile erschienen sind und unzählige Mods, das darf man nicht vergessen. Die Steam-Community ist da richtig heiß hinterher und bastelt regelmäßig an neuen Inhalten. Und demnach Civilization 5 ein richtig toller Titel. Habe ich sogar ein kleines Let's Play auf dem Kanal, könnt ihr mal reinschauen. Und zwar, der Link ist in der Videobeschreibung. Weiter geht's mit einem Kracher. Battlefield 3 war einer der wenigen Ego-Shooter, die mich wirklich vor dem Monitor gefesselt haben. Unglaublich geil, hat mir auch wirklich eine ganze Menge Spaß gemacht. Und wer sich erinnern kann und wer schon sehr lange dabei ist, weiß, da haben wir auch hier und da ein paar kleine Videos rumherum gebastelt. Sehr, sehr schöne Sache. Battlefield 3, ein richtiges Highlight aus dem Jahre 2011. Aber ich möchte ganz gerne nicht zu viel Zeit verstreichen lassen und auf das eigentliche Highlight kommen. Wir sind wieder mal in meiner Top 10 Liste, was die besten Games der letzten 25 Jahre angeht. Und natürlich, es geht nichts über Skyrim. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich muss zu diesem Spiel nicht viel sagen. Es ist das beste Singleplayer-Rollenspiel der vergangenen, ja, 25 Jahre. Bis heute. Bis dann. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Euer Bergi. Du hättest handeln sollen. Sie sind bereits hier. Die Elder Scrolls erzählten von ihrer Rückkehr. Ihre Niederlage war nur ein Aufschub. Bis zu der Zeit, nachdem Oblivion sich öffnete. Und die Söhne von Skyrim ihr eigenes Blut vergießen würden. Aber niemand wollte es glauben. Glauben, dass sie überhaupt existierten. Und als die Wahrheit endlich ans Licht kommt, brennt sie lichterloh. Doch es gibt einen, den sie fürchten. In ihrer Sprache heißt er Dovahkiin, Drachenblut.